Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, Marcel Tutschke. Okay. Das große nackig machen ist angesagt, Tutschke. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Lass dich auch die Feuerpfeile und das gute Essen auch, Junge. Ja, das würde ich so tun. Ich würde nur was essen. Ich esse einmal was. Von jedem eins, zwei, drei. Und Gurken und Pfeile nehme ich mit, sonst haben wir auch keine Chance. Und ich nehme die letzte Kiste einfach. Die ist vollgestopft, die letzte Kiste. Verdorrig. Manometer. Jetzt hör ich den Automator. Ich genauso. Take all. Ich verteile das mal vernünftig. Ich könnte keine Ordnung. Was, willst du die ganzen Bronzeklamotten da lassen oder? Ja, also ich würde die gerne die Äxte und alles. Würdest du gerne da lassen? Da müssen wir mehr Kisten bauen. Wir müssen nur mal sortieren, den Scheiß. Hier ist Holz. Alter, wie kannst du so schnell so viel Kisten voll kloppen, Gerümpel? Ich doch, also natürlich, ich bin wieder schuld. Immer bin ich schuld. Da, guck mal, da ist. Warte mal. Gib her. Das her. Eine Feder. Ein Stein. Also, das habe ich bestimmt nicht da reingelegt. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Ja, der eine Stein dahin, die eine Feder dahin. So, das Amberzeug dahin. Ich glaube, die waren unten die Fressekalien. Dann kann das dahin, das dahin. Haben wir ja, die Leder? Ist doch gut, nee. Jetzt. Die ist gut jetzt. Ich muss dann, dürfte ich mein Zeug auch noch ablegen, Herr von und zu. Ich habe doch gerade noch Kisten gebaut. Auf. Hier ist noch eine leere. Wie ja, leere sind hier? Ja, ist gut jetzt. Dem Gorkine-Waffen hin. Gorkine-Waffe mit oder welchen der inne? Messer. Das Messer kostet ja nichts, das ist ja Feuerstein, das kann ich eigentlich mitnehmen. Alles hier. Ne, dann, wenn du dann vom Wasser hochläufst und es kommt irgendjemand. Ich hab ne die Keule bei. Na, dann das reicht. So. Ding Dong, die Hexe ist tot. Wir wollen jetzt nackig über den Ozean fahren. Wie ist eine Qualität eigentlich von dem. Die von Qualität dem von Boot. Was? Bring mal einen Hammer mit, vielleicht muss das erst nochmal reparieren. Okay. Sieht ein bisschen grünlich aus. Ich komme. Au. Jetzt mal hier in die Richtung von der Werkbank. Brauchst nicht. Das ist vollkommen. Wenn Hammer in der Hand hast, siehst du das. Okay, Attacke. Na dann. Ausparken. Los geht's. Wieder bei Nacht, natürlich. Eine kleine Nachtfahrt. Eine kleine Nacktfahrt. Nackt. Eine nacktliche Nachtfahrt. So wird die, genau. So wird die Folge heißen. Fantastische Wortfindung. Natürlich fahren wir genau wieder gegen den Wind, Jutschke. Bestens. Ungefähr so in die Richtung. Ja, da ist 100% gegen den Wind. Ja, da wird ja schon mal drehen. Wir fahren jetzt genau so. Da musst du halt rudern. Nix. Oh, voll Power. Los, paddel, du Hund. Lichtgeschwindigkeit. Die Höhle. Guck mal, die haben wir schon raus. Geben Sie Gas, Herr Dutschke. Ich? Ja. Das machen. Paddeln, hinten dran hängen, hier mit den Füßen strampeln. Ist klar. Ja. Aber den Bart aus dem Wasser halten, der bremst sehen, wieder. Schatz, es ist kein Land zu sehen. Hey, hey. Nü. Wir wollen diesmal den Ozean vermeiden, so gut wie es geht. Ja, ich versuche mal etwas noch darüber zu fahren. Da ist ja noch irgendwelches Land, ne? Hab ich gerade gesagt. Ja, also so gerade so, dass wir noch gerade so im Wind. Aber Wind brauchen wir. Ja, vielleicht das ist die krümische Schildkröteninsel. Da gibt es doch mal so eine Schildkröteninsel, nicht wahr?
Na, die sieht anders aus, glaube ich. Ist, glaube ich, nicht so riesig, oder? Ich weiß es nicht. Und wenn das das Land ist, wo die Kobolde drauf sitzen und uns erflitzen, dann sind wir schnell zu Hause, meinst du? Ach so, das stimmt. Das auf alle Fälle. Ja, die Richtung ist das ja auch. Also grob die Richtung passt. Hoffentlich dreht der Wind gleich nicht gegen uns. Lalalala. Ach, sieht schön aus. Noch sehen wir lang. Nee, das Land ist schon zu sehen. Da ist noch was dazwischen, oder das ist schon unser Land, aber das wäre ein bisschen weit weg, denke ich mal. Hä? Denke mal, da ist noch was dazwischen. Ich muss wieder den Wind drehen. So, jetzt. Naja, hier wird es wieder flacher. Jetzt volle Geschwindigkeit. Da könnte noch sein, dass das was dazwischen ist. Ja, hier ist schon wieder flach. Das ist eine. Kannst du eigentlich links drehen jetzt, ne? Solange wie du nicht im Ozean bist, ist eigentlich egal, oder? Okay. Das ist schon das andere Land hier drüben. Das ist diese Landzunge unten. Die hier. Ja, genau. Und wir müssten jetzt eigentlich. Die Flussmündung ist hier. Huhuhuhu. Jetzt könnte noch mal Ocean kommen, denke ich, wenn du jetzt direkt dahin fährst. Nur halt deutlich kürzer. Erst blinkt er, dann blinkt er nicht, dann doch oder nein. Das bestimmt die Wechseljahre, deine Stimmungsschwankungen. Das findest du wieder lustig. Ja. Fand ich lustig. Ja, jetzt fahren wir da lang. Jetzt dann doch in Ozean? Nee, doch nicht. Nicht doch. Ja, nein, vielleicht. Komischerweise zeigt sich Schwarzwald an. Ja, ich sehe auch alles Tannenbäume vor mir. Das ist ein lahmarschige Kiste. Heiliger Strohsack. Jetzt kannst du langsam nach links drehen. Dürfte nicht mehr passieren. Und dann ist quasi das Kap der guten Hoffnung hier. Ich drehe. Man schwimmen so schnelle Viecher. Habe ich auch gerade gesehen. Verdächtig. Ja. Hab ich vorhin auch gesagt. Hast du gesagt, ne, da ist er nicht, und ne, ne, ne. Da geht der Riese am Strand spazieren, guck mal. Stimmt, ein Buckfisch. Pass auf, dass du da nicht mit Steine schmeißt. Stimmt, wir haben nächste Reparatur bei. Bei Vollmond macht er mal einen Strandspaziergang, der Riese.
Meinst du, ist Badetag? Und dann sitzt er mit seinem Freund Dr. Brut. Und mit den roten Leuchteaugen. Sehen Sie das? Nee. Ich sollte mal nach vorne gucken. Du siehst nicht den Dr. Brut da hinten? Ne? Da, guck, guck. Ah, jetzt sehe ich ihn. Da stand er vor. Also das ist eins der lahmeisten Schiffe überhaupt, so dieses Ding hier. Schrecklich. Sind wir zu Fuß schneller, oder? Ja, aber es ist gefährlich ohne Ausrüstung und halb verhungert. Halb verhungert bin ich nicht, ich habe vorher noch mal gegessen. Das ist jetzt schon auf dem Fluss gefährlich genug. Das könnte sein. Der olle Cheater, mir hat der gesagt, der nimmt nichts zu essen mit. Ich natürlich hab wieder gut, glaube ich, wie ich bin, ne? Erste Mündung. Aua. Was ist die Mündung? Jo. Das ist es schon. Ah, das ist ja wunderbar. Ach, Steuerbord! 3 Strich. Nicht Bleistift. Mir ist kalt. Ach, Feuer, mach dir warme Gedanken. Sitzen ja nackig auf dem Ding rum. Guck lieber mal nach, wie man eine verdammte Segel wegmachen kann. Wisst ihr, da sind sie schon. Ja, sind sie schon. Da rechts. Sind sie schon, vorne schon ans Land da rechts. Ich muss leider um die Steine drumherum navigieren. Und wir kriegen einen leichten Seegang. Da haben wir ja Glück gehabt. Mach links vorbei den Stein, links. Da hier rechts ist Bösling. Ja, ja. Aber hier hat's, guck mal, hier links neben uns ist. Ich musste erstmal da dann vorbei. Da kommen sie schon, scheiße. Hoffentlich sind wir schneller wie die. Wenn der Wind nicht dreht, sind wir schneller. Wenn ich nirgendwo gegen Bretter. Das sieht gut aus. Oh ja, jetzt kriegen wir mal richtig Dampf hier auf dem Ding. Der Dr. Brut schwimmt hinterher. Das ist langsam, Gott sei Dank. Nein, er kann nichts. Wir haben Glück gehabt. Also das haben sie doch geändert. Du musst den Wind da genau im Segel haben. Also früher war das anders. Oder vielleicht war Wind stiller. Das kann natürlich sein. Ja, der Sturm ist halt jetzt da, ne? Ja, der bläst uns ein bisschen. Wind hat oft gefrischt. Gib vorwärts hier. Wir sind gleich an der nächsten, an dem, wo der Bogen am höchsten ist, kannst du eigentlich anhalten. Dann müssen wir da rüber. Wald. Nackig. Ja, solche Sachen. Oder bleibst halt hier stehen. Na dann, gehen wir jetzt. Dann geh ich jetzt raus. Mann vor Bord, Mann über Bord. Yep. Und ich lauf. Ja, ich lauf nicht. Ich lauf dann, wenn ich muss. Fällt mir gerade ein. Ist besser. Yep. Da ist doch schon unser Haus. Dann können wir zur Not ziehen erstmal. Wir haben ja wieder unsere alten Sachen in der Truhe hier. Die können wir anziehen. Besser wie ja nicht. In der letzten. Du brauchst Bornst anziehen. Wenn du es dort zumachst und ein Portal baust, können wir sofort zurück. Ja, da brauchen wir nur. Haben wir denn 20 Core-Wood? Mit Sicherheit. Da fällt mir gerade mal ein. Wo denn? Hier easy. Ist sicher keins. Du brauchst Feinwood, nicht Corewood. Sag ich doch. Das ist ein viel größeres Problem. Hier sind schon mal 8. Achte? Ja, das sind alle. Mehr haben wir nicht. Mal eine ganze kleine Bronze bauen. Ha! 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 Das stimmt.
Jo. Und eine Axt. Ja, damit. Lass mich schreiten, brauchst du Feinwut. Nee. Bronze Axt kostet normales Wood und zwei Schweinefell. Zwei Schweinefell. Nein, normales Wood, ja. Bronze waren, weil ich nicht drei oder vier waren, da hatte ich nehme mal vier. Nur Schweinefell fehlt noch. Was hier noch? Ah, scheiße, Korbut. Scheiße ist. Kleinfache Schweine. Wir können uns erstmal, Idioten, ich stelle mich mal hier oben rein und hol mir den Buffy, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Lass mit schlafen. Man noch besser. Stimmt. Eier Abend, wie das duftet. Oh. So, gut gepennt, ist halb gewonnen. Da sind wir wieder. Pack mal deine Moneten weg hier, Graf de Monet. Warum denn? Ja, furchtbar, diese ekelhafte Angeberei. Es sind reich, Helmsch, wir sind reich. Hier sind erstmal die 8 Holz, bitteschön. Ich hab was ich brauche. 8 Feinwood, okay, ja, die brauche ich nicht mitnehmen. Können wir unten eine Truhe stecken? Ja, weißt du, ich sicherheitshalber, weißt du was? Da ich ja weiß, wo mein Scheiß ist, die ich den einfach an. Ja, besser ist. Zack. Anziehen. Viermal Honig. Oh, geil. So. Guck. Schick. 12-mal Honig gerafft. Hübsch ist der Junge, aber Mücken hat er nicht. Ups. Ich hab nichts zu essen, das ist viel schlimmer. Zack. Gibt's keine Schweinebeine mehr. Rüscht. Gibt jede Menge Zeug. Jede Menge Zeug da. Hier sind noch Schweinebeine. Schweinebeine. Ja. Ich lasse das Holz hier, ne, im Übrigen. Zack. Zack, was soll ich mitschleppen? Wir sind fertig, das kann ich eine Weile mal machen. Das lasse ich auch hier. Ich lasse das alles hier. Warum soll ich mitschleppen? Ich bin eine Blöde. Und die scheiß Fackel schmeiß ich jetzt aus dem Fenster raus. So. Und jetzt gehe ich. Birken hacken, weil wir keine gepflanzt haben. Doch haben wir. Ja, eine. Steht doch eine, hackt es doch um. Achso, das reicht nicht noch. Nee. Ich renne. Bin schon noch so, ich tue wieder, Möhrensamen anpflanzen. Fantastico. Ich bin auf der grünen Wiese jetzt. Nein. Kein Bedarf. Da sind Birken. Jede Menge. Sind zwar kleine, aber das spielt, glaube ich, keine Rolle, ne? Wie die aussehen von der Größe her, oder? Denke ich nicht. Bam. Next. Meine Bitches. Hau ich jetzt. Zack. Na, Cola da runter. Nein, mach richtig. Naja, dann eben nicht. Immer drauf, die Bitches hier. Bzzzt. Eins. Das war aber viel. Das hat schon gelohnt. Anscheinend ist die Größe doch nicht so ganz egal. Olalala. Irgendwer wollte sich beschweren, nicht Bäume verlieren. Blub, da kommt ein Schatten. Warum, wieso kommt ein Schatten? Bums. Prima. Warum schon die ganze 25. Bronze? Das ist so viel Bronze. Gibt der denn her? Sagen Sie mal.
Gibt auf einmal ein Skelett da aus dem Gebüsch und haut mir wie wo war. Ja, draußen bleibt Döner am Zaun rum. Da hauen auf die Rübe. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Hauen die auf die Rübe, dann hauen die auf die Rübe. Ich kann doch nicht die Base einfach kaputt machen und du ignorierst das. Gibt's doch nicht. Was ist, wenn doch? Dann haben wir bald keine Base mehr. Achso. Zack. Den auch noch. Und den auch noch aufgesaugt. Und jetzt 37. Kommen nach Hause. Bam. 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 Bumm. Knüppel einstecken, ab nach Hause. Haben wir Schweine geerntet auf der Wiese. Na gut. Oh, schlechtes Wetter. Keine Schweine, ist mir egal. Liegt ja genau, wo du das zahlen musst. Ja, das bin ich schon überlegen. Ja, hier irgendwo relativ nah, ne? Bei uns, oder? Oder hier? Einfach hier am Zaun? Egal, oder? Kommst du draußen, dann fällst du erstmal den Berg runter. Nö, da wirst du nicht schon versterben. Ach so. Brauche ich noch? Nein. Nein. Die Dinger brauche ich dafür. Die brauchen wir nicht. Zack, zack. Jetzt aber. Ach, ich hab keinen Hammer, ich kann gar nicht bauen. Ich wollte gerade hier drinnen noch eine Etage hinten an der Wand einziehen, dass das gleich oben entstellst. Aus dem Weg ist, aber ich hab keinen Hammer. Na, hier oben so ein bisschen. Ich mach eine Zwischendecke. Halbe Höhe. Habe ich Holz? Ja, dann kann ich das machen. Eine Treppe kann ich, so viel kann ich nicht bauen, aber ich kann hier. Ja, hier ist doch Holz. Schmeiß es raus, hier. Lass mal, ich will jetzt mal gucken, welche Höhe. Die da, ne? So. Wird zu machen bei dem Sauwetter. Ja, wie kommen wir da hoch? Tannenbaum oder was? Das ist ja schändlich. Ja, ja, auch schon eine Treppe, Leiter, irgendwas werden wir schon brauchen. Lass mal den Tannenbaum. Achso. Da ist mitten in der Bude drin, aber naja. Brauchst du nicht, mach da hier an der Wand hoch. Na jetzt. Sind wir noch oben. So. Mitschgebühr. Zick. Zack. So rum oder so rum? Nee, so rum. Dong. Zack. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen wollen. 08 15 35 12. Und jetzt? Buiung. Und weg ist der Dutschke. Jetzt bin ich wieder allein. Hat funktioniert. Ja, natürlich hat das funktioniert. Sonst wärst du, weiß ich, wo rausgekommen. So natürlich zum Ohr nicht. Ja. Natürlich hat das funktioniert. So, das war ja schon mal sehr gut. Wir müssen direkt genug Zeug mitnehmen für noch so ein Portal, ne? So klar. Ja, musst du aber zu Hause diesmal erst eins hinstellen.
Als allererstes tue ich oben in die Harzkiste da meine Axt rein, die ich jetzt gerade gebaut habe, ne? Mhm. Damit wir nochmal eine Axt haben. Ich denke mal, das wäre nicht schlecht, oder? Wieso habe ich hier 4 Zinnbarren in der Tasche? Feinwood können wir hier, lass mich hier. Feinwood, da können wir da drüben neu schlachten. Da kannst du jetzt dein Zeug holen, anziehen, ne? Ja, ist und hier reparieren. Ein 4er Bogen zu viel. Ja, das ist schon von hier. Hast du mir? Ja, klar. Nee, das ist deine Kiste hier. Aber dein, da ist dein Bogen. Ich hab überall alles reingeht, Platz, was rein reingeht. Ich habe ja, es nicht. Ja, dann so ist jetzt alles durch nochmal. Oh Mann. Jawohl. Ist gut. Nicht deine angefangenen Teller weiter essen. Bäh. Hier, ne? So ein, die Wikinger hatten schon ein Wurmloch, ne? Und wir Idioten. Weg da. Ja, meine Klamotten. Ist meine Kiste raus da. Meine. Wieso ist das denn deine? Hast du einen Pika? Bronze-Dinge? Nein. Also erzähl keinen Schein. Boah, ich rede daneben, der Strand ist ein bisschen schief. Aha. Ah. Aber Hauptsache brüllen. Die Pfeile ist auch nicht meine. Vom Helm sein. Mal wieder raustun wollen. Das meine ist meine. Das Essen ist meins da. Die vollen Stacks. Du hast ja von deinem schon gegessen. Ja, hier ist es genau. Ich hab's gefunden. Alles klar. Kurz, so. Ja, jetzt müssen wir eigentlich erst wieder rüber und ausräumen, ne? Weil ich bin ja voll wie der Humpe. Reparieren musste. Ich bin nicht voll wie der Humpe. Reparieren musste. Wo ist mein Essen? Essen habe ich gar keins mehr hier. Doch, hast du. Und wo denn? Welche Kiste? Ja, die inneren Leben. In der 2. oder 3. von rechts. Naja, das sind noch die Pfeile. Das sind 99. Ja, das sind meine Pfeile. Ich hab die nicht sinnlos verballert. So sieht's eigentlich aus. So, zack, ich komm zurück. Ab nach Haus. Einmal essen, dreimal essen. Pfeile, Leder, Schweinsköpfe. Ja. Mein Wetter. Ja. Hier war noch irgendwo billiges Futter. Da. Der Luschi-Schwanz. Ach, die Bombenangst hast du jetzt hier im Chest vom Horst reingetan. Ja, damit wir wissen, wo die ist, als Ersatz, falls wir nochmal so einen blöden Irrtum haben. Ne? Tu die mal in deine Kiste rein. Dann tu die in meine bei, Kiste bei rein. Der Hacke. Wenn sie wünschen, tun sie das. Ja, das ist mir lieber. Dann müssen wir jetzt nochmal Feinwut hacken in größeren Mengen. Um Strom umkommen. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Einfallen wie die Verrückten in den Birkenwald. Sehe ich genauso, Herr Dutschke. Haben wir wieder was gelernt von Bernd. So. Ich muss erstmal hier unten reparieren. Weil wir müssen ja hier mindestens ein Portal hinstellen noch. Und bei dem anderen auch. Damit wir uns da quer durch die Gegend immer teleportieren können, nicht wahr? Ding, 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 ding. Nein, eigentlich brauchst du bloß hier alle. Du brauchst einen Hub. Ein Hub. Ja gut, ich kann ja hier eine Etage drumherum machen. Naja, das ist ein bisschen klein hier für einen Hub. Sicherheitshalber stellen wir einfach hier eins hin. Das kostet doch nichts. Nichts Großes. Wer weiß, wie weit wir kommen und was uns noch widerfahren wird. Na, hier sowieso.
Ihr müsst alle Portale hinstellen, aber drüben bei dem Post. Ich denke, das ist jetzt nicht unser Hauptbase. Ja, Base 2 halt auch nicht. Jetzt haben wir ja nun mal die hier. Ja, dann können wir ja noch eine sicherheitshalber überall hinstellen. Ich bin schwer dafür. Kostet doch nicht großartig. Lass es doch einfach. Jetzt los und fertig. Das heißt, jetzt mache ich erstmal die Tür zu und beende die Folge von heute. Wir sind einmal pünktlich bei 30 Minuten. Unfassbar. Wie ist denn das passiert? Ja, das weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Das darf nie wieder vorkommen. Liebe Leute, wir sind zu Hause. Ne? Wir schauen hier schön aus dem Fenster, dem schmuddeligen Fenster zu. Ich kann wieder mal näher ran. Ich bin ja hier ganz weit weg. Ach, Rui Daimel, da geht doch kein Schwein raus bei dem Wetter, ne? Jagt mal keinen Hund vor die Tür. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe die Erde. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.